Kelso, Moro, Sarambu, Pakistano. Den schönen Blättern kommt jetzt unser pakistanischer Maulbeerbaum hier in das vorbereitete Loch hinein. Schon Jahre vorbereitet, hier war ein Pfirsich, das wird nichts. Unten haben wir Spielsand, respektive Weithupfgrubensand gemacht und mit Perlit gemischt. Und jetzt kommt unser Spezialsubstrat hinein aus Perlit und Kompost in die Erde nach unten. Und da haben wir das schön mit so einem schönen Wickel. Ein bisschen Kalk haben wir auch hineingegeben. Zerrt hier rein. Jetzt kommt hier der schöne weichen Bims drinnen. Unser schöner Granatapfel hinein. Dann kriegen wir den raus. Ja. Mit den Oberschenkeln. So. Ja, der hat schön Stein drinnen. Schön viel Stein und schön viel Ameisen. Bremse wollen wir nicht. Oh, die erwischt mich erst, die Bremse. Au. So. Und jetzt kommt der hinein. Ja, so ist es. Wenn man keine langen Sachen anhat, dann erwischen einen die Bremsen. Die Bremsen bei der 100% Luftfeuchtigkeit. Gut. Hinten haben wir eine Dorne, das ist auch nicht ideal. Wir werden den jetzt mal schön reinsetzen. Er ist sogar ganz schlecht. Das muss man vorher entfernen. Haben wir natürlich hier nichts zum Schneiden mit. Und auf die Seite geben. Und später eliminieren. Und wenn man so also nach hinten mit der Veredelung wächst, anpflanzen. So, wo haben wir das? Hier haben wir das unten. Also passt das im Prinzip schon schön. Und jetzt kommt noch die Erde drauf. Mal schauen, ob oben gerade steht. Ja, diesmal bin ich gut aufgelegt, ich pflanze den so an, wie es mir gefällt, oben. Und jetzt kommt er in die Erde. Hoppale. Unser schöner Gelso. Mhm. Sehr schön, schauen wir noch von oben an. Durch das Farnkraut durch. Unter der Kirsche. Pfingstrosen vor dem Dschungel, alles voller Zecken. Und ja, so kann er nach unten wachsen. Am 19.06.